eingetragen. Zunächst angefangen. Die überragende Bedeutung und Wichtigkeit der unbefleckten Mutter und Jungfrau und Mutter herauszustellen auf relativ verschiedene Weise, besonders nach den großen Linien, die uns der heilige Grignion de Montfort, die Mutter Gottes selber in Fatima und dann wieder der heilige Maximilian geben. Wobei wir eben gesehen haben, dass alles darauf hintendiert, in diesen Zeiten, besonders in diesen apokalyptischen Zeiten, alles zurückzubeziehen auf Maria, die tatsächlich von Gott vorherbestimmt war, um in diesen letzten Zeiten ihre ganze Kraft, Macht, Schönheit und ihre ganze Fülle zu zeigen. Und damit zeigt Gott der Welt sein Meisterwerk, den Sinn eigentlich der ganzen Schöpfung. Die vollendete Schöpfung wird eben im Rampenlicht, wenn man so sagen kann, der dunkelsten Finsternis hellstrahlend dargestellt. Die Finsternis breitet sich um uns herum aus, wird immer dunkler, wird immer finsterer und plötzlich erscheint das große Rettungszeichen, das große Zeichen am Himmel, die Mutter Gottes, die Immaculata, die Reinste. Dann haben wir eben gesehen, dies direkt bezogen auf unser Leben, das ist eben das große Ziel unseres Lebens, das Verständnis, dass wir für den Himmel, für die Ewigkeit geschaffen sind und eben unser Blickwinkel dort haben müssen. Und dazu hilft uns insbesondere eben die Mutter Gottes selber, die ja ganz auf Gott hin war. Gott ist das Ziel, genauso wie er das Prinzip und das Fundament ist. Und dann sehen wir eben den Weg zum Ziel, der Kampf, dass wir nie vergessen, dass wir in einer Situation des ununterbrochenen Krieges sind, eines mehr als Weltkrieges, ein Krieg um alles, um Himmel und Hölle, ein Krieg, der sich mit der Zeit immer mehr intensiviert und zu seinen Letztschlachten, zu seinen grausamsten Schlachten sich entwickelt eben in den apokalyptischen Zeiten, in denen wir genau stehen. Im Krieg muss man den Feind im Auge haben und wir haben nun zwei Vorträge eben dieser sehr wichtigen Sache gewidmet, dass wir die verschiedenen, die Taktik, die Strategie des Feindes sehen. Hinter allem steht natürlich immer der Teufel, aber der Teufel arbeitet nicht immer nur selbst direkt, sondern eben auch indirekt durch seine Helfershelfer. Das sind eben die Mächte im Dienst des Teufels, die Weltmächte, aber auch eben durch unsere eigene verletzte Natur, der er sich bedient, und endlich, wie wir gestern gesehen haben, durch diese liberale Atmosphäre, besonders in der heutigen Zeit, die wirklich der Todfeind par excellence ist. Und nun kommt heute die wichtigste Sache, nachdem wir endlich einmal kapiert haben, worum es eigentlich in unserem Leben geht, nämlich um diesen Kampf und um den Sieg zu erringen. Und das ist eigentlich der Sinn, der Grund und das Ziel, der Sieg. Dann müssen wir jetzt auch fragen, wie ist dieser Sieg zu erringen? Wir wissen von vornherein, aus unserer eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung der Geschichte, dass wenn wir auf uns allein stehen, wenn wir auf unsere natürlichen Fähigkeiten bauen, haben wir von vornherein absolut hoffnungslos verloren. Wer ist nun der Sieger im Kampf? Die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Das bin nicht ich, das ist die Immaculata. Das heißt eben der Sieg, Maria, die Mutter vom Siege, wie sie bereits in Frankreich, in Paris, dort Notre-Dame des Victoires anerkannt wird. Sie, die eben in diesem großen Kampf die Hand, die Macht bekommen hat, den Sieg zu erringen. Das heißt mit anderen Worten, der Sieg ist sicher. Das ist etwas ganz Wichtiges. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist eindeutig und klar. Sie wird dem Teufel das Herz, das Haupt zertreten. Du hast alle Häresien überwunden auf der ganzen Erde. Das sind die großen, wenn man so sagen kann, das große Motto, unter welchem eben dieser Kampf steht. Die Sicherheit, dass je mehr ich mich Maria nähere, je mehr ich sie hineinnehme in mein Leben, umso sicherer ist der Sieg. Und wenn sie ganz in mir ist und nicht ganz in ihr, dann kann ich mit dem heiligen Jan Bergmann sagen, ein Kind Mariens geht nicht verloren. Dann ist der Sieg gewiss. Aber nur dann, wenn er ganz in Maria lebt und Maria in ihm. Und deshalb
kommt nun die große Frage. Wie kommt jetzt die Mutter Gottes hinein in mein Leben? Das ist nämlich ganz wichtig. Das besteht eben nicht nur, wie wir schon gesehen haben, unser christliches Leben, wenn es marianisch sein will, wenn ich so sagen kann, besteht jetzt nicht darin, zunächst einmal, um einfach ein normales christliches Leben zu führen, ganz normal wie üblich, und dann will ich marianisch sein und lege dann zu noch irgendein Gebet zur Mutter Gottes, vielleicht einen Rosenkranz, weil sie so will. Das ist sehr wichtig, das ist notwendig, aber das ist noch kein marianisches Leben. Dadurch kommt Maria noch nicht in unser Herz hinein. Es gibt also diesen ersten Schritt, der sicher wichtig ist, dass jemand merkt, es geht einfach nicht mehr. Von hinten und vorne geht es nicht mehr. Ich erinnere mich, wir hatten einmal ein Ferienlager, da ging alles nur schief. Da ging alles schief, es war schlecht vorbereitet, es waren Elemente drin, die alles durcheinander brachten. Wir selber waren übermüdet und die Sache leiteten, die waren nicht auch innerlich vorbereitet zu dem. Nichts klappte. Und nachdem wir uns das einige Male angesehen haben, habe ich mir gedacht, jetzt gibt nichts mehr. Dann haben wir sich auf die Knie und haben einfach den Rosenkranz gebetet. Einfach intensiv zur Mutter Gottes gebetet, sie möge die Sache in die Hand nehmen und siehe da, es ging. Aber verstehen Sie, das ist jetzt etwas Wichtiges, dass wir sehen, zum Beispiel in unserer Familie geht es nicht mehr oder irgendwo geht es nicht mehr, dass wir uns dann zu ihr hin flehen und sie herzlich bitten, sie möge uns helfen. Aber das ist noch nicht dieses Durchdrungensein von ihr. Und nun, das ist jetzt das große weitere Genie des heiligen Maximilian, dass er uns jetzt genau erklärt, wie die Mutter Gottes, eben Maria, mit ihren verschiedenen Titeln und ihren Privilegien, das heißt mit ihren inneren Wesenseigenheiten oder Wesensaspekten, unser ganz konkretes Leben durchdringt und umformt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, denn auf diese Art und Weise wird auch die Lehre über Maria und ihre Feste, ihre Titel oder diese großen Privilegien, die sie hat, die werden dann auch plötzlich praktisch für uns und werden dann uns immer mehr offenbar in ihrer Tragweite, in ihrer Schönheit und ihrer Bedeutung für uns. Seht, also, das eine ist schon mal klar, die Siegerin, das ist sie. Das haben wir schon gemerkt, da brauchen wir jetzt nicht mehr darauf zurückkommen. Wie durchdringt Maria unser Leben? Heilige Maximilian möchte dann, jetzt um das mehr auszudrücken, aufteilen unser Leben in verschiedene Aspekte. Wenn ich so sagen kann, es sind drei eigentliche große Aspekte, in die wir unser Leben aufteilen können. Das erste, aufteilen, einfach betrachten können. Der erste Aspekt, das ist die Grundlage, das Fundament. Wenn wir unser Leben mit einem Haus vergleichen, dann wissen wir, dass ein Haus nur dann solid steht, wenn es auf einem soliden Sockel ruht, wenn es auf einem soliden Fundament ruht. Wie der Heilige sagt, das Haus, wenn es auf Sand gebaut ist, dann kommen die Stürme und dann fliegt es um. Wenn es aber auf Stein, auf den Felsen gebaut ist, dann bleibt es bestehen. Das heißt, das solide Fundament. Das Fundament ist noch nicht das Haus, aber es ist die Grundlage, das Prinzip, die Grundsätze, die unser Leben bestimmen. Das heißt, das Fundament, das sind unsere Prinzipien, nach denen wir unser Leben ausrichten. Nennen wir einmal die Prinzipien der Welt. Wenn ich als Grundlage habe, ich habe nur dieses Welt, diese Erde, dieses Leben hier auf Erden und da muss ich mich ausleben und was nachher kommt, ist egal, dann werde ich mein Leben natürlich nach einem solchen Grundsatz dementsprechend ausrichten. Das wird ein Lebemensch werden, der wird so viel Geld wie möglich brauchen für sich und so viel sich ausleben, wie es nur geht, weil er diesen Grundsatz hat. Ein anderer, der als Grundsatz hat sowieso alles keinen Sinn. Ein Sartre mit seinem Nihilismus oder ein Schopenhauer, der alles nur negativ sieht und in allem nur, das wird dann ein Zyniker. Der wird ununterbrochen nur lästern und wird in allem nur die Sinnlosigkeit heraussuchen. Und wird so sein Leben natürlich selber vergiften und das Leben anderer dann und dazu noch. Wird ununterbrochen zu beweisen versuchen im konkreten Leben, dass er recht hat. Seht, wie wichtig die Prinzipien sind. Wir haben unsere Grundsätze gewählt. Der Grundsatz, der uns bestimmt, eben, das ist unsere christliche Haltung, unser Glaube. Und was ist dieser Glaube? Denken Sie an Prinzip und Fundament der Exerzitien, wo das ganz klar herausgestellt wird. Das ist eben, dass ich von Gott bin. Das ist ganz im Gegensatz zu dem, was heute die Welt als Grundsätze hat. Die heutige Welt hat als Grundsätze, ich bin unabhängig, ich bin frei, ich stehe auf mir selber. Das ist ja eben dieser Liberalismus.
Und wir haben den entgegengesetzten Grundsatz, ich bin abhängig. Ich empfange jeden Augenblick alles, meine Talente, mein Sein, meine Möglichkeiten, alles, was ich bin und habe, von einem anderen, von ihm, von Gott. Und deshalb verdanke ich mich, bin ich ihm verdankt und hänge an ihm ganz und gar, von ihm abhängig, bin sein Gut und sein Eigentum. Ich lebe nur in Gott, jeden Augenblick, jeder Augenblick ist mir geschenkt. Es ist ein Geschenk, das mir nicht gehört, das ich so annehmen muss, wie es eben ein Geschenk sein muss, aus Dankbarkeit und es so anwenden muss, wie es seinem Willen entspricht. Und das Ziel, wofür bin ich geschaffen, wozu bin ich geschaffen, was ist der Sinn dieses kurzen Lebens, eben zu Gott hin, zur Ewigkeit. Und so lebt der Mensch, der Katholik, wenn er diese Grundsätze wirklich hat, dann lebt er eben immer in einer Abhängigkeit von Gott, schaut er immer wieder auf Gott, erwartet alles von ihm, weil er alles von ihm bekommt, fühlt sich ganz abhängig von ihm, betet ihn damit dadurch an, anerkennt dadurch seine Abhängigkeit, das ist die Anbetung, und in seinem Leben schaut er immer auf das Ziel, auf die Ewigkeit und erkennt dann auch, dass der Weg zum Ziel eben diese kurze Lebenszeit ist mit dem Kampf und allem drum und dran. Das ist unser Fundament. Das ist unsere Überzeugung. Deshalb sind wir hier und das ist unser felsenfeste Prinzipien, nach denen wir unser Leben ausrichten. Sonst können wir uns eigentlich gar nicht Christen nennen. Und jetzt kommt die Frage. Ja, Moment mal. Stimmt das eigentlich? Ist das wirklich wahr? Aber selbstverständlich ist es wahr. Ich bin ganz und gar von dieser Sache überzeugt. Ja, jetzt aber kommt die Frage. Wenn ich mein Leben so ein bisschen betrachte, diese Prinzipien sind schon theoretisch da in mir. Ich sage es ja auch, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, ich bete es ja ganz herzlich, ich sage, Christus mein König, du nur allein, ich sing's, ich mach's. Meine Worte sagen es immer wieder aus, aber mein Leben, mein Alltag, von morgens bis abends, von Gott her, in Gott, zu Gott hin, wir haben es gestern schon ein bisschen durchexerziert, wie wenig das eigentlich in unserem Leben bestimmend ist, dieser Grundsatz, dieser wirklich christliche Grundsatz. Und deshalb, wenn man sich das genau betrachtet, wie unkonsequent wir schon allein in diesem Fundament sind, wir haben noch nicht einmal angefangen, das Haus zu bauen, wie viel Schmutz und wie viel Dreck dabei in diesem Fundament vermischt ist mit dem Beton, der das ganze Ding einfach halten soll. Dadurch, dass wir das völlig inkonsequent halten, dass wir theoretisch zwar sagen, ja so ist es, aber in der Praxis uns so verhalten, als wenn es diesen Gott gar nicht gäbe, also wir ihn auch gar nicht bräuchten, als wir auf uns selber stehen würden. Dass wir uns in Wirklichkeit in der Praxis so verhalten, dass der Sinn des Lebens eben hier auf Erden ist, Häusle bauen, schaffe, schaffe, Häusle bauen und nichts mehr anders tun. Ja, wer kommt, wer hilft? Das ist es jetzt. Maximilian Kolbe sagt, das ist eben die große Gnade. Maria kommt jetzt in unser Leben. Wir laden sie ein. Komm. Sie möchte kommen. Sie steht da und sie klopft an. Sie ist ja unsere Mutter. Die Mutter will bei ihrem Kind sein. Die Mutter zieht ihr Kind zu sich heran. Komm, ich heile dich. Ich mache es wieder gut. Ich richte diese Fundamente her. Ich vermag das. Und das genau, sagt der heilige Maximilian, ist ihre große Gnade angewandt auf uns der unbefleckten Empfängnis. Das ist es nämlich. Immaculata Conception. Wir haben dieses Fest so lieb, 8. Dezember. Wir verehren sie als die unbefleckt Empfangene, als die, die nie von einem kleinsten, von der kleinsten Sünde und noch nicht mal von der Erbsünde berührt war. Die ganz Reine, die ganz Heilige. Aber was bedeutet das? Das ist nicht nur etwas Wunderschönes, die Betrachtung der schönsten aller Blumen, sondern das hat eine ganz klare Bedeutung für uns. Jetzt sagt der Maximilian Kolbe Folgendes. Die Mutter Gottes wurde von Christus ausersehen, die Mittlerin zu sein. Durch sie kam Christus in die Welt. Durch sie wird das Haupt geboren und durch sie werden auch die Glieder des Leibes geboren. Sie ist die Mutter des ganzen Christus, wie der heilige Augustinus schon klar ausdrückt. Und jetzt eben, ihre Macht kommt zum Ausdruck in diesem Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Aufpassen! 1854 hat der Papst Pius IX. Dieses Dogma verkündet. Dieses Dogma betrifft sie selber. 4 Jahre später sagt die Mutter Gottes in Luft, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Es wäre ein großer Fehler zu meinen, dass die Mutter Gottes nach Lourdes kommen musste, um ein Dogma zu bestätigen. Das braucht sie nicht.
Ein Dogma ist ein Dogma, da braucht niemand kommen, um das zu bestätigen. Das hat man zu glauben, mit oder ohne Erscheinung, mit oder ohne private Offenbarung. Wenn die Mutter Gottes in Lourdes 4 Jahre später kommt und sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis, die unbefleckte Empfängnis, dann meint sie dann noch, wenn ich so sagen kann, unendlich viel mehr als das, was 4 Jahre vorher gesagt worden ist. Unbefleckt empfangen sein. Ich bin unbefleckt empfangen, das trifft sie selber. Das ist gleichsam so, wie der heilige Maximilian ausdrückt, wenn man sagt, die Wand ist weiß. Aber die Weisheit mit SZ, das Weißsein, das ist die Wand nicht, weil auch andere Dinge weiß sind. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin das Weißsein, dann ist es das Prinzip alles dessen, was weiß ist auf der Welt. Oder mit anderen Worten, noch ein bisschen anders gesagt. Ich bin ein Mensch, aber ich bin nicht die Menschheit. Ich bin ein Mensch, das heißt, in mir verwirklicht sich das Menschsein, aber es verwirklicht sich in allen anderen 6 Milliarden Menschen. Wenn jetzt einer sagen würde, ich bin die Menschheit selber, dann würde er das Prinzip des Menschseins von allen anderen sein. Hört sich ein bisschen jetzt theologisch an, aber es ist tatsächlich sehr wichtig. Wenn wir verstehen wollen, ein bisschen, was das bedeutet, der Unterschied, ich bin unbefleckt empfangen, was Dogma ist, und ich bin die unbefleckte Empfängnis. Ich bin das Prinzip der Unbeflecktheit aller Kinder Evas. Ich bin diejenige, welche die Menschen unbefleckt, selber nicht nur unbefleckt ist, sondern sie auch wieder unbefleckt machen kann. Dadurch, dass ich teilnehmen darf am Erlösungswerk Christi als Miterlöserin. Wie geschieht das? Jetzt kommen wir schon also in eine ganz, ganz hohe Region, wo wir tatsächlich hier nur noch auf den Knien, wie der heilige Maximilian Kolbe, tiefer gehen dürfen. Das ist die große, wenn wir jetzt an das große Geheimnis Mariens herantreten, sagt der heilige Maximilian. Und immer wieder, das tut man eher mit Knien als mit Worten. Aus diesem Grunde, wenn wir das so schnell dahin sagen, kann das nur wirklich Frucht bringen in euren Seelen, wenn ihr das durchdenkt und durchbetrachtet. Und dann eröffnet sich euch die wunderbare Blume, die Mutter Gottes erst überhaupt ist. Und zeigt euch, wie groß sie eigentlich ist in den Augen Gottes, weil er es so wollte. Um das ein wenig zu verstehen, müssen wir bis ganz hoch gehen. Warum hat Maria so eine Kraft? Weil eben Gott selber eben jetzt in seiner Schöpfung sein eigenes Wesen manifestieren will, seine eigene Herrlichkeit. Das ist ja der Sinn der Schöpfung. Die Schöpfung soll Gottes Herrlichkeit offenbaren. Die Schöpfung soll gleichsam ein Abbild sein der Herrlichkeit Gottes. Das heißt der Herrlichkeit des dreieinigen Gottes. Die Schöpfung, die ganze Schöpfung. Und wenn schon die Schöpfung dieses Abbild sein soll, wie umso mehr das Meisterwerk dieser Schöpfung. Die wird dann das vollkommenste Abbild des Gottesgeheimnisses sein. Ich kann darauf jetzt nicht im Detail eingehen, weil das so große Geheimnisse sind. Aber nur, um das kurz anzudeuten. Maria ist die unbefleckte Empfängnis. Der Vater, immer sich vorstellen, wenn wir von Gott sprechen. Das ganze Weltall, ganz kurz, immer kurz vorstellen, das ganze Weltall, diese ungeheuren Weiten des Weltalls, die Engel, die vielen Milliarden, Milliarden Engel, die Menschen auf Erden, alles zusammengenommen, das ist der kleine Tropfen. Gott ist der grenzenlose Ozean. Der grenzenlose Ozean ist nun der, das ist die Gottheit, das Gottsein. Er ist in, wenn ich so sagen kann, es ist gefährlich, das zu sagen, aber es ist gleichsam als derjenige, der diesen Ozean grenzenlos immer wieder schenkt aus sich selber. Die Fülle, die gleichsam eine Quelle ist, die aus sich heraus sprudelt, das ist der Vater. Dann ist dieser grenzenlose Ozean in der Weise des Empfangs derjenige, der diese ganze Herrlichkeit immer wieder empfängt, dadurch eben geboren ist, gezeugt vom Vater, wie das Wort ausgedrückt ist, das ist der Sohn. Und nun verbindet diese beiden das, was eben diese Liebe, dieses Hin und Her, dieses Gebens und Empfangens, das ist eben gleichsam die Schale, das Gefäß, das sind alles nur schwache Worte, der Heilige Geist. Jeder göttliche Person. Der Heilige Geist nun ist gleichsam die Empfängnis vom Vater und Sohn, die Konzeptio von Vater und Sohn. Sie ist das Geben des ganzen göttlichen Ozeans und das Empfangen in einem. Dieses Hin und Her, dieses
empfangen und geben. Und das ist ja die Liebe, dieses Vereintsein. Das ist, deshalb wird dem Heiligen Geist insbesondere die Liebe selber zugesagt. Er ist die Konzeption, er ist die Empfängnis von Vater und Sohn. Und weil er die göttliche Empfängnis ist, ist er die ewige, grenzenlose Empfängnis, die grenzenlose, ewige, sagt der Maximilian Kolbe, ganz originell, unbefleckte Empfängnis. Reinste Empfängnis vom Vater und Sohn. Jetzt haben wir es ja schon, wir sind ja schon so weit. Ihr habt schon etwas verstanden. Nun schafft Gott diese Welt. Die Welt ist nichts, sie war nichts und sie besteht nur aus ihm. Und so klein sie ist in seinen Augen, soll sie ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Dieser ewigen göttlichen Liebe, diese göttliche Liebe soll sich in der Welt widerspiegeln. Und so schafft eben Gott diese Welt. Er schafft diese Welt auf diese Weise, wie man eben, ja, wie eben er nur schaffen kann. Die Welt ist nichts. Sie ist ganz und gar abhängig von ihm. Und trotzdem will er, dass sie besteht, gleichsam, ich würde sagen, nicht unabhängig von ihm, aber trotzdem in einer gewissen Selbstständigkeit. Dass sie ein Bild, Abbild sein, Gottes sein kann, muss sie eine gewisse Selbstständigkeit haben, das heißt aus eigener Initiative existieren können, aus eigener Kraft in einer Weise, um so eben sich frei wieder Gott geben zu können. Sonst könnte diese, in dieser Welt keine Liebe sein. Zur Liebe braucht es Freiheit, eine freie Entscheidung und nicht nur ein blindes Fatum. Das ist sehr wichtig. Und jetzt eben diese Welt, natürlich, sagt der heilige Maximilian, er wirft sie gleichsam aus sich heraus. Sie ist nicht Gott, aber ganz abhängig von Gott. Sie ist aber nur deshalb praktisch jetzt von Gott getrennt, um umso mehr und inniger jetzt wieder sich mit ihm zu vereinen. Er nimmt das Beispiel vom Magnet. Ein Magnet wird von einem kleinen Stückchen Magnet von einem großen Magnet getrennt, gewaltsam, damit er selber existieren kann, aber nur umso inniger noch wieder mit ihm zu vereinen. Und das ist der Sinn der Schöpfung. Die Schöpfung wurde gleichsam aus Gott selbst herausgestellt, aus dem Nichts geschaffen, um wieder so innig wie möglich eben durch einen Akt außerordentlicher Liebe sich wieder mit Gott zu vereinigen. Das ist der Sinn, das ist unser ganzes Streben nach Gott. Zu dir hin hast du uns geschaffen, sagt der heilige Augustinus, und unser Herz ist unruhig, wie ein Magnet, der kann sich nicht bestehen, bis es ruht in dir. Das ist der Sinn der Schöpfung. Und nun kommt das Geheimnis der Immaculata. Wer ist nun die Krönung der Schöpfung? Wer ist nun diese Schöpfung, diese Manifestation, dieses Abbildsein Gottes in vollkommenster, reinster, unbeflecktester Weise realisiert, wo nicht einmal ein einziger Schatten von Unvollkommenheit ist? Das ist ja sie, das ist die Immaculata. Das heißt, sie ist zunächst einmal Immaculata Conceptio. Am Anfang der Schöpfung, wie wir schon lesen in den Lesungen zu den Festen der Mutter Gottes, steht sie schon vor ihm da. Er schafft die ganze Schöpfung auf sie hin. Sie ist gleichsam der Konzept, wie wir sagen, der Plan, der göttliche Urplan. Gott wird gezeichnet wie ein Architekt und wie ein Architekt, der, um sein Bauhaus zu bauen, zunächst einmal einen Plan macht. Und diesen Plan ganz und gar vollendet hinstellt und nach diesem Plan schafft er es. Und Maria ist nun dieser erste Plan. Gott schuf mich am Anfang aller Zeiten. Noch bevor alles andere war, da stand ich vor ihm, sagt das Buch der Weisheit. Unsagbar schön. Sie ist gleichsam der unbefleckte Konzept, den Gott vor Augen hat, um nach ihm die ganze Schöpfung, alle Menschen, alles zu schaffen. Sie wird danach erst in der Fülle der Zeit verwirklicht selber als Person, aber in der Idee Gottes steht sie schon von Anfang an da. Das ist ein wunderbarer Gedanke, ausgedrückt in der Heiligen Schrift und in der Lehre der Kirche. Und dann kommt die Zeit, wo sie dann wirklich auch so existiert. Und dann steht sie wieder ja, am Anfang der Schöpfung, nachdem er nach diesem Plan die Schöpfung schafft, in ihrer reinsten, schönsten Weise. Und nun, das ist dieses Hinausgehen. Da steht sie schon am Anfang. Und jetzt geht es wieder zurück. Da steht sie wieder am Anfang. Denn wer ist die Erste? Wer ist das erste Wesen, das nun ganz an der Spitze von allen anderen Geschöpfen zu Gott zurückkehrt? In reinster Weise ist sie. Weil sie ist zwischen ihr und Gott. Es gibt da keine Grenzen. Es gibt Grenzen, aber es gibt keine Reibereien. Es gibt keine Distanz. Was ist diese Distanz? Die Distanz wird ja geschaffen durch unsere Sünden, durch unsere Unwürdigkeit, durch unsere Gleichgültigkeit.
Und das ist das Los der ganzen Schöpfung nach der Erbsünde. Nun gibt es aber nur ein einziges Wesen, das von der Erbsünde befreit und von jedem kleinsten Schmutz der Sünde bewahrt ist und insofern keine Distanz zwischen sich und Gott aufstellt, das ist sie. So ist sie die allererste von allen Geschöpfen, von den reinen Geschöpfen, weil Christus ist ja immer irgendwo auszunehmen, weil seine Person eine göttliche Person ist, aber die Person Mariens ist eine rein geschaffene Person. Und deshalb als rein geschaffene Person kommt sie als erste zu Gott zurück.